Ja, ich bin noch ein bisschen damit beschäftigt, hier dummes Zeug zu machen. Ach, die sind gleich hier um die Ecke. Zwei. Geht das? Kommt Scheiße, was war das? Ja, sehr schön. Spart Muni. Obwohl, da habe ich eigentlich gar kein Problem mit. Also mit der Munition. Da kommt er. Warte, warte. So. Mann, bücken, bücken. So. Ich glaube, da oben war es das jetzt, ne? Sind ja immer hier nur so eine kleine. Filme sind kaputt. So, rede mit Harald. Wir haben's. Aber das gibt ja noch Geld und Punkte und. Oder wir machen den erst. Ah, ich weiß es nicht. Können wir hier alles zu Fuß ablaufen? Glaube ich. Wo habe ich mir jetzt die Markierung gesetzt? Ich gehe mal da. 180 Meter. Das ist ja. Keine Entfernung. Hauptsache, ich finde hier auch raus. Ah, ich habe rausgefunden. Gut. Guck mal, das ist gleich da drüben. Ich liebe diese schallgedämpfte Waffe. Ah, schon wieder ein. Ah, nein. Ja, ich gehe weiter. Gut, dass es aufgehört hat. Da oben ist auch einer. Also erstmal. Lauf nicht weg. Das hörte sich nicht gut an. Könnte was dran sein. Dann komm mal her. Deinesgleichen hat hier nichts. Im Moment verpasst. Lade mal nach. So. Vor allen Dingen, zwei Mann sind da oben. Oh, der hatte wohl zu tun. Kollateralschaden! Ja, ist nicht so gut. Mit einer offenen Waffe rumrennen ist auch nicht immer unbedingt gut. Da oben steht der Typ. Hier kommen wir hoch. Ich gehe erstmal hier rein. Ja, scheiße. Mir leid. Oh, Hilfe! Polizei! Nein! Nix da! Polizei! Halt! Guck mal, das Reingegier manchmal, das nervt. So, das nervt wirklich. So! Aber egal. Guck mal, hier sind noch ganz viele. Oh, was ist denn das hier? Ich glaube, ich mache die auch noch. Jetzt gehen wir erstmal da hinten hin. Muni haben wir auch gekriegt. Ist jetzt auch wieder voll. Mal eine halbe Weste. Geld haben wir auch ordentlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er länger läuft. Sehr gut. Schon viel besser. Dann benutzt er das Ding vielleicht nicht. Guten Morgen. Ah, alles ein Glück. Wie du meinst, Kumpel. Meier. Gesicht. Ach so. Da hat eine Schusswaffe. Gar nicht. Hast du gar nicht gesehen. Jetzt
erzähl nicht sowas, Frau. Und weg. Rede mit Harold. Jetzt sind die da weg. Na gut, dann gehen wir zu Harold. Ist hier noch irgendwas Schönes? Nein. Ich sehe hier was Grünes. Entschuldigung. Aber das geht doch nicht. Guck mal, das liegt hier doch nur so rum. Unser Auto stand da hinten irgendwo, ne? Kann ich mal an der Nase. So. Da ist Auto. Dachte ich. Da. Guck mal, schön ordentlich geparkt. Vorm Stoppschild. Prima, ne? Hatte ich ausgewählt, dachte ich. Hab ich aber nicht. Huch. Gefühlvoll mit Gas geben geht gar nicht. So. Gehen wir mal rein. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt auch klappt. Nun schon ein paar Mal, dass es nicht ging. Klingt so, als hätte es Handsome Harry zurzeit schwer, seinen Laden am Laufen zu halten. Ja. Handsome Harry wirkt etwas aufgeregt. Anscheinend vergeht sogar seiner Kundschaft die Lust, wenn auf sie geschossen wird. Ist er zurück im Bordell? Er nennt es lieber Un Bel Jardin, wie der Blumenladen nebenan. Aber ja, dort ist er. Vermutlich auf der Suche nach ein paar Titten zum Ausheulen. Sie sind ein kranker Penner, Corley, aber danke für die Hilfe. Ich glaube, dass der hübsche Handsome Harry vielleicht gar nicht mehr so hübsch ist, wenn Sie mit ihm fertig sind. Vielleicht. So, und das sollte Vito bekommen, ne? Ich muss jetzt noch mal ganz genau gucken. Das sollte Vito kriegen. So, den wollen wir haben. Das kann ich nicht nehmen, das Ding. Die anderen habe ich hier alle. Oder habe ich nicht gemacht, weil Bullimann sei. Das ist, ja, ich weiß, das hört sich albern an. Eine Polizeistation, wo sich der Kasten befindet. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe hier auch keinen Gefallen mehr jetzt. Weil ich die schon alle verbraucht habe. Man muss da ein bisschen aufpassen. Die Gefallen machen das sehr viel einfacher, aber wenn man keine hat, ist es eben nicht so sehr viel einfacher. So. Ich habe auf nichts geachtet, ne? Einfach ran, aufknacken, aber hier ist keine Polizei zu sehen, also kann eigentlich nicht viel Business for sale. Das ist zu verkaufen. Aha. So, den haben wir. Ja, ich habe genug davon. Ich weiß. Warum ist denn da ein Kreuz? Ist das eine Kirche? Warum muss ich jetzt hier wieder langfahren an diesen verrückten Fußgängern vorbei, die sowieso sich dann wieder runterschmeißen werden oder so? So. Da geht's rein. Konfrontiere. Ja. Von Tiere. Was für Tiere. Da kann ich nicht reingehen. Das ist doch bescheuert. Gibt es vielleicht einen anderen Eingang? Denk an deinen Rang, Junge. Nein. Hier vielleicht. Das sieht gut aus. Okay. Ach, wisst ihr was? Bevor ich den Quatsch mache jetzt hier, da hole ich mir mal meinen Freund. Hol mir eine neue Weste. Ich habe ja genug Bargeld. Komm mal her. Ja, das stimmt. Irgendwas dabei, weil du brauchst. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So. Munition ist voll. Ich will mal was gucken. Die ist nicht mit Schalldämpfer, ne?
Das ist die M1N mit. Ja, ich muss noch um Cassandra muss ich noch kümmern. Was hast du denn? So fühle ich mich ein wenig besser. Jetzt in die Hocke gehen und mal scannen. Und da steht schon der erste. So, da stand der erste. Der beißt vor Schreck gleich in den Tisch. Hallo, hallo. Das ist da. Nein. Wie empathielos. Ja, die auch. Ja, nun geh mal. Aber mach keinen Blödsinn. Ich mach schon genug Blödsinn mit der Knarre. Wo ist denn der Typ? Es ist so weit gekommen, dass ich die Post aufmachen will. Ist entweder eine Rechnung oder eine Mahnung. Ich bin die Jungs! Ja, das können Sie hier nicht machen. Er wurde angeschossen. Oh mein Gott, er hat eine Knarre. Scheiße. Ich habe eine Deckung vernachlässigt. Eine Zitterpalme! Du bist nicht. Glaubst du, du kriegst mich auch so leicht klein? Versuch es ruhig! Scheiße, meine Weste ist weg. Hier, oh, hier sind ganz schön viele, ne? Ich habe mal gelesen, man kann hier sich nicht durchballern. Aber ich mache eigentlich gar nichts anderes mehr im Moment. Die zittert immer noch. Hier ist kalt. Der Bastard hat's. Sucht an einer anderen Stelle, Leute. Ich sammle erstmal das Geld ein. Den gehen wir hier hinter. Der hat auch noch Geld. Bastard. Der schlachtet uns. Und ich sage, wir versuchen. Ich gehe nochmal nach, aber der Kerl ist weg. Scheiße! Er ist weg! Verdammt nochmal! Ah, scheiße! Schnappt ihn um! Die Geräusche. Sind die mit Wasser gefüllt? Zielt sich ein bisschen schwer. Ja. Das war ein guter Hinweis mit dem Kopf, ne? Ah, hier unten. Mach die Beine breit. Gleich wirst du gefickt. Ja. Nein, von der Wand weg. Der ist hier unten. Erwischt. Gerade war der Penner noch hier. Geh noch mal zurück. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Pickschatten kalt gemacht. Unten? Ich verschanz mich! Alte Schanze, Schranze. Der ist hier drin. Wir haben einen Mann verloren. Gut. Den haben wir. Die kriechen hier rum. Da unten ist irgendwo. Hier liegt Kohle, ne? Noch irgendwas?
Nein, das ist alles unter mir. Ich würde ja mal hochgucken. Ach, brauchst nicht hochgucken. Hochgucken ist überbewertet. Da ist der, um den es geht. Er hat noch einen von uns gefällt. Hier ist eine kugelsichere Weste. Die möchte ich haben. Die Kohle natürlich auch. Ah, scheiße. Der Lama stirbt zuerst. Ja, der Lama. Hast nicht mehr viele hier, ne? Wo ist denn jetzt die Weste? Was ist das für ein Trecker hier draußen? Wir haben eigentlich schon frühen Morgen. Nachgeladen ist. Da. Der hockt dahinter. Hinter der Tür. Gesehen? Der kommt nicht raus. Das ist doch gedacht, ne? Da ist ein Sunny-Schrank. Hier ist noch irgendwas. Da hinten. Da muss ich hin. Leuchten noch so viele Dinge. Der oben ist er. Der Hühnerficker. Kommt man hier irgendwo runter? Nein. Ich glaube, da oben treiben es noch welche. Lassen sich halt nicht stören. Gehen wir nachher da unten gucken. Er nagelt mich hier fest. Der kann aber was ab, der Junge. Habe ich dich? War der letzte zu viel? Halt, erst das Geld. Das Geld liegt hier. Überall liegt Geld rum hier. Überall. Da hängt ein Bild. Ich gucke nur, ob hier noch irgendwas Wichtiges ist. Komm gleich das zu dir. Nicht. Ich bin noch nicht so weit. Echt nicht? Hier? Hier? Kinderzimmer? Ein Repent. Oh, die haben wir alle beide gefunden. Mehr gibt's hier nicht. Interessant. So, das andere liegt unten. Hier ist noch irgendwas. Hier? Was ist denn damit gemeint, mit diesem... Kreuz. Na, ich gehe jetzt hier zu dem Jungen. So. Warum? Das Bordell, die Mädchen, sogar du. Ihr alle untersteht jetzt mir, klar? Was immer du sagst, Mann. Was immer du sagst. Kluger Mann. Oh, durch die Mauer. Die Ferkelgeschäfte haben wir also auch gesichert. Sehr schön. Das bekommt V.
Vito, ne? Ist das Vito? Ja. 290.000. Naja, reicht immer noch nicht. Wir sind im French War. Schick mir ein paar deiner Männer. Oder ist jetzt was freigeschaltet? Meine Jungs sind auf dem Weg. Sie lassen dich nicht im Stich. Ah, der ist schon ein bisschen so auf meiner Seite irgendwie, ne? Der klang sehr freundlich. Umgänglich. So, damit gehört dem Vito die Innenstadt. Jetzt müsste ich mich mal ein bisschen um Cassandra kümmern. Wenn das geht. John Donovan und Lincoln Clay überzogen diese Stadt mit einer Welle der Zerstörung, wie man sie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr erlebt hatte. Oha. Trifft Donovan für einen über den Richter. Das ist ein Blumenladen, tatsächlich. Interessant. Nicht dazu. Verzeihung. Mach Platz, ich bin der Chef hier. Ich darf hier alles. Hörst du auf? Ein Perverser versucht, sie sich zu schnappen. Na gut, lass es raus. Hätte ich nie geglaubt, wenn ich es nicht selbst ausprobiert hätte. Aber Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan, als Steaks zu essen und Martinis zu trinken. Und wo ist nur das Geld? Hier? Hier liegt auch keins. Ach da. 12.000, immerhin. Vor ein paar Jahren hättest du. Ich laufe hier alles nochmal so ein bisschen ab. Die Tür geht nicht auf. Aber hier oben haben wir, glaube ich, alles. Das mit dem Kreuz interessiert mich. Was ist damit gemeint? Ich krieg meine Bordade. Aha. Mit einem Dreirad? Komm schon, lass mich einladen. Ach, eine kleine Teufelin. Tja, wir haben kein Spiegelbild. Oh, ich hasse diesen Gitarrenquatsch ganz einfach. Bloß gibt Lärm und Krach. Mein Nachbar von oben, der kann nicht älter als 20 sein, der hört nichts anderes. Diese Gewalt in der Stadt neuerdings. Leute, die einfach so zu Tode stürzen. Schreck. Ja. Der Vito. Für den Vito, der... Ich weiß nicht, warum das nicht immer gleich geht. Der hat noch einen Job für uns. Den würde ich auch noch erledigen wollen. Ja, und? Da hinten gibt es was zu essen, warum auch immer. Das sind ja hier die Daueraufgaben. Die Cassandra hatte auch noch was. Wir müssten, ich muss das denn mal abklappern. Ich weiß das jetzt nicht so genau. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, denn... Sag mal, wir haben hier noch... Töte Pagani. Das ist der Richter. Enzo Konto für Barclay Mills. Ja. Wo sie hingeht. Hallöchen. Ein paar der Mädchen, die unten sehen, kommen volljährig aus. Ich glaube, die hatte kein BH. Schätze schon. Na und? Na, da liegt auch noch Geld. Oh, ich hasse diesen Gitarrenquatsch ganz einfach. Bloß gibt Lärm und Kraft. Mein Nachbar. Ja, ich weiß, dein Nachbar. Der hört nichts anderes mehr. Dieser böse Nachbar. Ja, ich würde mal sagen, ich mache dann in der nächsten Folge den kleinen Auftrag, den wir da noch haben. Ist hier mein Auto irgendwo? Ja, das bist du, ne? Bist du jetzt wieder heil? Ja, das ist doch gut. Wir holen mal die Tante ran hier. Hab Bargeld zur Aufbewahrung. Ich warte im French Ward. Bin gleich da. Da. 13.000, die muss ich nicht mit mir rum. Oh. Ganz schön frech. Pass gut drauf auf. So. Und
Ich brauche eine Lieferung raus zum French Ward. Komme schon, nur einen Augenblick. Ich glaube, ich brauche aber gar nichts groß. Ich kann mir noch so eine olle Puppe holen. Da ist er schon. Brauchst du hier denn was? Schickes Auto. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Und? Munition ist voll. Ich von den anderen Dingen... Wartet mal, ich kann ja mal gucken. Aber hier dürfte noch nichts sein. Hier war noch Donovan-Verbesserung. Nein, 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 nein. So, dein Auto gefällt mir. Ein Mustang. Okay. Genau. Da haben wir den Salat. Hier ist auch nichts weiter auf dem Weg. South Downs, hier ist noch ein riesen Stadtbezirk. Das ist ja jetzt alles unter Kontrolle von Vito. Warum das jetzt noch nicht grün ist, weiß ich nicht. 59.000, ja, hier können wir noch ein paar Sachen machen, theoretisch. Innenstadt. Ach so, ich muss ja die Bezirke, French Ward, das muss ich ihm noch zuteilen in unserem Gespräch. Ich weiß gar nicht. Wann kommt das denn und wie rufen wir das denn wieder auf? Wie verteilen wir diese Bezirke weiter? Was ist das? Ach, das ist das Rennen. Genauso das hier. Das soll sie ja noch offiziell kriegen. Na, vielleicht kommt das dann nochmal. Also French Ward, Barclay Mills. Oh Gott, das muss ich mir alles merken. Na, ob ich das kann. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde da mal jetzt hinasseln und dann sehen wir weiter. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss.